Hier ist Radio Frankfurt mit der ersten Startup Radio Show. Powered by TechQuartier. Jeden Mittwochabend haben wir ein Startup-Unternehmen live bei uns on air. Und zu Gast heute ist Pascal, die Prima von Lexemo. Jedes Startup muss bei uns tatsächlich einmal durch und muss einen Elevator-Pitch machen. Also so richtig bei uns im Aufzug. Ja, hoch in den 27. Stock. Pascal, ich sag, los geht's. Herzlich willkommen im Elevator Pitch von Radio Frankfurt. Der Aufzug fährt dich direkt in die spektakulären Skyline Studios. Du hast jetzt 40 Sekunden Zeit, dich und deine Idee vorzustellen. Es geht los. 3, 2, 1, go! Hi, mein Name ist Pascal Deprima. Ich bin Geschäftsführer und Gründer von Lexemo. Mit Lexemo helfen wir zum einen, Banken durch den Regulierungsdschungel zu kommen, indem wir ihnen helfen, Struktur in unstrukturierte Texte zu geben. Und unser zweites Steckenpferd ist Techippo, wo wir jungen Leuten und auch künftige Unternehmer und Entrepreneure helfen, mit neuen Themen umzugehen und ihre eigenen Unternehmen zu gründen und neue Produkte ins Leben zu rufen. Das Ganze machen wir Zusammenarbeit mit dem TechQuartier und wir freuen uns jetzt auf eine richtig geile Sendung und ich bin oben. Ciao. Wie geplant. Ich ziehe jedes Mal wieder den Hut davor. Mega gemacht. Wir geben Pascal jetzt kurz einen Moment durchzuatmen und sich wieder zu entspannen und wir quatschen dann gleich ausführlich. Hier ist Radio Frankfurt mit der ersten Startup Radio Show. Powered by TechQuartier. Jeden Mittwoch stellen wir Ihnen ein Startup-Unternehmen aus der Metropolregion vor. Heute zu Gast bei mir ist Pascal, die Prima von Lexemo. Fangen wir einfach mal an. Die Frage stelle ich jedem: Was ist denn überhaupt ein Unternehmen? Was ist Lexemo? Erzähl mal kurz. Nein, mit Lexemo haben wir im Prinzip zwei wichtige Produkte. Das eine Produkt ist Reg Gateway, was wir zusammen mit unserem Partner Alan Overy machen. Da helfen wir Banken, die in Europa sich der Regulierung stellen müssen, über Technologien, damit besser fertig zu werden auf der einen Seite. Und das andere Produkt ist Techippo, was auch in Kooperation zusammen mit dem TechQuartier entstanden ist. Und da helfen wir jungen Talenten, junge Unternehmer oder auch ältere, die einfach gerne Unternehmer werden wollen oder auch innerhalb ihres Unternehmens neue Produkte entwickeln wollen, durch Videoinhalte, ein Programm durchzulaufen, Ideen zu sammeln, wie pitcht man, wie mache ich ein MVP, wie mache ich überhaupt ein Produkt, ein digitales Produkt. Und Lexemo ist praktisch so das Dach darüber, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also wir bei Lexemo, wir haben die Technologie und Techippo ist aus dem Teil der Technologie entstanden. Okay, alles klar. Jetzt haben wir Techippo, sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sogar drüber. Reg Gateway, für wen ist es? Also wer braucht es und wer nutzt es bei euch? Naja, also brauchen tun es im Grunde genommen erstmal alle Banken, die in Deutschland und in Europa am Markt sind, weil die natürlich einen riesigen Regulierungsdruck unterliegen. So, und das Problem ist halt, die Compliance-Abteilung, die ist halt überwältigt von dieser Flut von Vorschriften. Und da helfen wir eben gemeinsam mit unserem Partner, diese Vorschriften besser zu filtern, zu verarbeiten, mit so einem Workflow-Tool, mit einer intelligenten Datenbank dabei, sodass sie einfach besser und einfach einfacher durch diesen Regulierungsdschungel kommen. Okay. Und das Gute ist, ich meine, sie müssen es umsetzen, weil es eine rechtliche Voraussetzung ist. Ja gut, das stimmt. Also eigentlich braucht es tatsächlich dann jeder. Jede Bank zumindest. Ja. wie kam es zum Namen Lexemo? Oh, da könnte man es natürlich mit Lex wie das Recht und emotional, aber ich muss ehrlich sein, nee, wir saßen einfach zusammen, haben geguckt, welche .com-Adressen noch verfügbar sind. Nein. Und doch, wirklich. Auch gut. Aber ehrliche Antwort, also ja. Finde ich sympathisch. Und Reg Gateway? Ja, das ist ehrlich gesagt ein bisschen eine gemeinsame Entwicklung gewesen mit Alan Overy, weil also Reg Regulation und das Gateway, durch das man eben zusammengeht. Und da gibt es verschiedene Produkte innerhalb von Reg Gateway, wie Reg Compliance, was mehr an die Compliance geht, die Reg Database, was die Database ist. Und so ist dieses Reg, die Regulierung folgt uns sozusagen durch das gesamte Produkt. Und wann habt ihr angefangen? Oh, mit Reg Gateway oder mit Lexemo insgesamt? Mit Lexemo insgesamt. Ja, vor 4 Jahren, etwas über 4 Jahren, habe ich
mit meinem Co-Founder Olaf Träger und damals war mein Bruder Marco noch dabei, haben wir Lexemo gegründet. Und es war so eine glückliche Fügung eigentlich. Also der Olaf war gerade dabei in der Bewerbungsphase bei Google. Und zu meinem Glück ist er da nicht angenommen worden. Ich hoffe, er sieht es auch so, wenn er zuhört. Und dann kam die Idee zu sagen, Mensch, lass uns doch was zusammen machen. Und so ist Lexemo entstanden. Und witzigerweise ist unsere Gründung fast 1:1 mit der Gründung des Tech-Quartiers zusammengekommen. Ja. So, wir sind sozusagen als mit eins der ersten Startups bei der Gründung beim Tech-Quartier mit eingezogen, was für uns ein Game-Changer war. Glaube ich sofort. Und weil eins nicht reicht, habt ihr dann gedacht, Tech-Hippo kommt auch noch dazu. Da reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Davor haben wir einen Song, den hast du mitgebracht. Trettmann, Zeit steht. Hier ist Radio Frankfurt mit der ersten Startup-Radio-Show, powered by Tech-Quartier. Die Startup-Show hier auf Radio Frankfurt mit mir, Carina Höck, und meinem Gast Pascal, die Prima von Lexemo und tatsächlich auch von Tech-Hippo und von Red Gateway. Noch irgendwas, habe ich was vergessen? Nee, das reicht doch. Okay. Jetzt haben wir tatsächlich eben schon so ein bisschen über Lexemo auch gesprochen und so ein bisschen Tech-Hippo angekratzt und das ist ja tatsächlich während der Corona-Krise ein bisschen entstanden. Erzähl mal, was ist überhaupt Tech-Hippo? Also Tech-Hippo ist, techhippo.org kann man sich jeder auch angucken. Man kann sich auch kostenlos registrieren. Das ist im Prinzip eine Online-Learning-Plattform zum Thema Entrepreneurship. Das heißt also, wir helfen anderen, sei es innerhalb von einem Unternehmen, Neues zu entwickeln oder eigenes Unternehmen zu gründen. Und entstanden ist es wirklich, wie du schon sagtest, aus Corona, weil wir sind seit Anfang an im Tech-Quartier und das Tech-Quartier macht immer diese Talente-Programme, zwar Tech-Talents mit Eintracht Frankfurt zusammen und jetzt im Moment läuft gerade AI-Talents. Und als dann Corona losging, war dann die Frage, das kann man jetzt nicht mehr vor Ort machen. Es waren typisch Präsenzprogramme und da saßen wir eben zusammen und haben überlegt, das könnte man eigentlich auch in digitales Format packen und gewisse Funktionen, die man in auf so einer Plattform braucht, die hatten wir schon für ein anderes Projekt entwickelt, beziehungsweise für eine Vorversion von dem Red Gateway sozusagen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns das doch mal versuchen. Und dann haben wir wirklich in 3 Wochen die erste Version von der Plattform aus dem Boden gestampft. 7 Tage die Woche durchgearbeitet. Und sind mit einem echten MVP live gegangen. Also das war wie mit Tesa zusammengeklebt, muss man sich das vorstellen. Und das hat super funktioniert. Und das Feedback war gut. Wir haben natürlich super viel gelernt, weil das Feedback war auch echt dediziert und auch hilfreich für uns. Und so haben wir dann peu à peu das weiterentwickelt und sind jetzt mit einer komplett neuen Webseite gerade das dritte Talente-Programm live und haben auch schon Corporate Education drüber laufen gehabt macht einfach riesig Spaß. Ja. Wie muss ich mir die Plattform so vorstellen? Weil ich habe jetzt tatsächlich einfach gar keine Vorstellung, wie das für die Nutzer aussehen könnte. Ja, also es gibt 2 Ansätze in der Plattform. Also zum einen ist es kannst du es als reine Online-Learning-Plattform nutzen. Das heißt, du guckst dir Videokurse an. Ah, okay. Solche Plattformen gibt es einige. Wir konzentrieren uns eben rein auf das Thema Entrepreneurship und Technologie. Also du wirst alles finden, was zum Thema Unternehmensgründung geht. Wie entwickle ich digitale Produkte? Bis zu alles über AI und also von wirklich Anfang bis zum Detail, wie programmiere ich denn so eine künstliche Intelligenz? Und das ist ein Teil, aber ich glaube, der wichtigste Part, also USP bei uns, ist ganz klar, dass wir diese Programmlogik haben. Also du musst dir vorstellen, AI-Talent ist ein gutes Beispiel. Das ist ein Programm vom Tech-Quartier, was wir technologisch umsetzen. Und innerhalb von dem Programm gibt es verschiedene Milestones, die jedes Team, was sich dort zusammenfindet, machen muss. Und diese Milestones werden dann von einer Expertengruppe bewertet. Das heißt, man hat so ein richtiges Ranking innerhalb von dem Programm. Und dadurch hast du, anders als bei den klassischen Online-Plattformen, wo du einfach nur Videos kommunizierst, auch so ein interaktives Feedback. Ah, okay. Und hast Mentoren, die dir helfen. Und ich glaube, am Ende kann man wirklich bei uns sagen, ist jeder einfach mal deutlich schlauer, nachdem man das Programm durchlaufen hat. Das ist doch die Hauptsache. Sehr gut. Du hast schon gesagt, es ist während der Corona-Krise so die Idee entstanden und auch ganz fix. Das heißt, ihr habt wirklich tatsächlich abends einfach zusammengesessen und gesagt, okay, wir haben schon so einen Prototyp, lass uns doch das draus machen.
Ziemlich genau so. Es war, glaube ich, nachmittags. Aber ja, also ganz so simpel war es nicht. Also wir haben natürlich schon überlegt, wie kann man das machen. Und das Tech-Quartier hat natürlich auch noch andere Optionen ausgelotet. Und ja, ich glaube, wir waren halt einfach da zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um schnell sowas zu entwickeln. Und die Wege waren kurz und man muss auch sagen, ohne das Tech-Quartier hätten wir das auch gar nicht hinbekommen, weil da natürlich auch ordentlich Support, inhaltlicher Support davon vom Tech-Quartier war. Und ja, von Videoproduktion bis zur Plattform machen wir jetzt einfach alles und es macht einfach Spaß. Das ist wirklich was richtig Gutes. Wenn du auch noch sagen kannst, das macht richtig Spaß. Ja, nee, also das ist auch das, was ich für mich der größte Schritt war, wenn ich jetzt überlege als Gründer. Es macht einfach alles viel mehr Spaß. Und warum das vorher vielleicht weniger Spaß gemacht hat und du jetzt mehr Spaß hast, das klären wir gleich noch. Ich möchte nämlich auch immer die persönlichen Sachen wissen. Und das haben wir gleich. Davor gibt es noch einen Song, hast du dir auch gewünscht. Detroit, Swindle, Mark the Clive Low, Just Not Normal. Hier ist Radio Frankfurt mit der ersten Startup Radio Show. Powered by Techquartier. Und damit stellen wir Ihnen jeden Mittwoch ein Startup-Unternehmen hier aus der Region vor. Heute zu Gast bei mir ist Pascal von Lexemo und auch von Tech Hippo. Da haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Jetzt interessiert mich natürlich, du hast gesagt, das macht dir jetzt ganz viel Spaß. Hat es vorher weniger Spaß gemacht? Was hast du überhaupt gemacht, bevor du eigenes Unternehmen gegründet hast? Ja, also ich habe wirklich 12 Jahre Großkanzlei hinter mir. Also ich bin Anwalt von Hause aus und war bei 2 großen internationalen Kanzleien. Zum Schluss Partner für Bankaufsichtsrecht, deswegen auch das Thema mit den Banken. Und irgendwann überlegt man sich, also die wahre Geschichte ist eigentlich, bevor ich Partner geworden bin, hatte ich überlegt, nach USA auszuwandern und dort ein Café zu eröffnen oder einen Secondhand-Laden. Das hat jetzt natürlich mit dem Anwalt auch relativ wenig zu tun, aber wir waren schon so weit und haben da wirklich uns Läden angeguckt. Und dann kam eben das Angebot, Partner zu werden. Und wenn du so lange studiert hast und so lange gearbeitet hast, so Partner zu werden, ist so ein Meilenstein für sich persönlich, dann wollte ich das machen. Und ja, und es war dann auch am Ende wahrscheinlich auch gar nicht so super erfolgreich, weil man auch mit dem Herzen nicht so dabei war. Und dann gab es eben diese Opportunität und das war deswegen, weil ich mit dem Produkt, was wir jetzt haben, also Red Gateway mit einem Teil davon, das wollte ich in der Kanzlei umsetzen. Und das hat nicht so funktioniert aus verschiedenen Gründen, weil das ist auch schwierig innerhalb von so einer Kanzlei das zu machen. Und ja, und dann haben wir gesagt, Mensch, warum machen wir das nicht einfach selbst? Und der Rest ist Lexemo. Ja. Großer Schritt, oder? Also so vom Partner einfach zu sagen, nee, ich gründe jetzt selbst. Das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen dann der Sprung ins Ungewisse. Total. Also das fängt dann wirklich schon an, dass du nach ein paar Wochen zu Hause sitzen und an deinem Business zu arbeiten, du denkst, okay, und jetzt, ja, also mal mit anderen Leuten. Das war noch ein bisschen mein Bruder, der dabei war bei der ersten Gründung, der Olaf. Olaf lebt in Frankreich, mein Bruder in den USA. Also wir haben eigentlich nur über Videocalls jeden Tag. Mhm. Das heißt, was jetzt normal ist in Corona, war schon vor 4 Jahren bei uns normal. Und dann war wirklich das Tech-Quartier, muss ich wirklich sagen, war für uns ein kompletter Game-Changer, weil da einfach die Atmosphäre war eine ganz andere. Also wenn ich zum Beispiel überlege, dass unsere ersten Pilotkunden, die wir hatten mit unserem Tool, waren alles Partner aus dem Tech-Quartier. Unsere ersten Entwickler, mit denen es funktioniert hat, waren alle aus dem Netzwerk vom Tech-Quartier. Also es war super wichtig für uns, dort zu sein, einfach um den nächsten Schritt zu machen. Und das war auch nochmal wichtig, einfach einen Ort auch zu haben, um dorthin zu gehen und von dort zu arbeiten, weil es ist schon ein Riesenschritt zwischen, du hast für jeden Mist, sag ich mal, einen Experten, der dir hilft, wenn irgendwie nichts funktioniert oder so. So alleine, wo, ja, ich habe teilweise 2 Tage lang Copy-Paste gemacht, ja, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich 12 Jahre als Anwalt gearbeitet, um das zu machen. Aber das Coole dabei ist, dass ich halt wirklich sagen kann, jeder Schritt bei uns weiß ich, wie es funktioniert. Mhm. Und das macht dann auch Spaß. Vermisst du den alten Job? Nein. Schnelle Antwort. Nein, also ja und nein. Also ich habe ja natürlich, haben wir ein rechtliches Thema mit Red Gateway und es macht mir natürlich immer noch Spaß, mich mit den rechtlichen Themen zu beschäftigen. Aber so ganz, hat mich mal jemand rein hypothetisch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, wieder zurückzugehen in eine Kanzlei und dann
Wahrscheinlich, wenn mir vor 2 Jahren mich immer gefragt hätte, ich sage, nee, auf keinen Fall. Jetzt würde ich sagen, naja, ausschließen würde ich es nie. Aber das kommt ganz drauf an, in was für eine Rolle. Also ja. Für mich ist schon dieses Thema Technologie, neue Technologien zu entwickeln, an neuen Produkten zu arbeiten, das will ich nicht mehr missen. Und dann würdest du auch auf jeden Fall dein Tool mitnehmen wollen, oder? Genau. Große Voraussetzung. Sehr gut. Wir sprechen gleich noch so ein bisschen drüber, wie überhaupt so die Startup-Szene hier in Frankfurt ist. Du hast schon ganz viel über das Tech-Quartier gesagt. Das haben wir gleich davor. Ein Song, den hast du dir gewünscht. Gibt es irgendwie eine Story zu SG Lewis Chemicals? Mega geiler Song. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Ja. Hier ist Radio Frankfurt mit der ersten Startup-Radio-Show. Powered by Tech-Quartier. Mein Gast heute ist Pascal vom Startup-Unternehmen Lexemo und auch von Tech-Hippo. Mich interessiert natürlich ganz viel Persönliches auch immer. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Und auch so ein bisschen die Anfänge. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da sind wir komplett dran gescheitert? Das würde ich nie wieder so machen. Oh ja, da gibt's leider ein paar Stories. Also die legendärste Story war, als wir am Anfang wirklich uns versucht hatten, externe Entwicklerleistungen zu kaufen. Mhm. Und als junges Unternehmen, man denkt, naja, Indien ist die günstige Entwicklerdestination. Und und da ging unsere Journey mit Indien los. Und die endete dann so, dass wir nach der Hälfte des Projekts denen dann nette E-Mail geschrieben haben und gebeten haben, behalte doch die Anzahlung, aber lasst uns nicht mehr miteinander sprechen. Nein, aber das Großteil lag an uns. Ja, das war unser erstes Projekt und wir haben die einfach so schlecht gebrieft. Also wir haben denen überhaupt keine Hilfestellung gegeben und da konnte einfach nur Mist bei rumkommen und da haben wir halt nicht so viel Geld, aber ordentlich Geld verbrannt. Aber war natürlich für uns typische Lernkurve. Wir wussten dann halt, okay, das nächste Projekt, dann beschreiben wir genau, was wir wollen und lassen da nicht ganz so viele Freiheiten, weil ich glaube, wir haben die einfach überfordert. Also die wussten, glaube ich, gar nicht so richtig, was wir wollten. Und ja, und das war leider das Ergebnis. Aber es ist auch wichtig, dann einfach mal Mist zu produzieren, dass es halt komplett schief läuft, oder? Einfach so fürs Weiterentwickeln. Total. Also ehrlich gesagt, wir hätten, also das Wichtigste für ein Startup ist eigentlich, möglichst schnell Feedback zu kriegen, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du in den Keller gehst, 12 Monate irgendwas entwickelst, nur Friends und Family fragst, die sowieso immer alles toll finden oder niemand dir ins Gesicht sagt, oh nee, das ist aber scheiße, ja. Und deswegen ist wichtig, möglichst schnell Kundenfeedback zu holen und das würde ich rückblickend auch anders machen und würde in der Zukunft einfach früher und öfter Kundenfeedback einholen. Also wir haben auch Features entwickelt, das darf man keinem erzählen. Wir haben fast 900 Videos produziert für unsere erste Produktlaunch und ich glaube, die Anzahl der Views sind sehr, sehr überschaubar. Hast du so einen Tipp für jemanden, der sagt, ich möchte gerne gründen? Was ist so ein Tipp, den man auf jeden Fall am Anfang befolgen sollte? Einfach machen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Viele überlegen dann zu sehr, lohnt sich das? Was sind die Risiken? Also ganz ehrlich, wenn ich heute irgendwo angestellt bin, habe eine coole Idee und vielleicht kann ich die auch in meinem Unternehmen umsetzen. Also da sind viele Unternehmen auch super offen mittlerweile, weil die auch auf der Suche nach neuen Technologien sind. Aber wenn man sagt, ich probiere jetzt mal was, geh da mal ein Jahr oder zwei, aber da muss ich mir auch wirklich die Zeit nehmen, sagen, ja, gebe ich mir. Und wenn es nicht funktioniert, dann mache ich wieder was anderes. Dann ist es heutzutage im Lebenslauf eine super Sache, wo man echt viel Erfahrung gesammelt hat, die man dann auch später wieder nutzen kann. Jetzt seid ihr Teil vom Tech-Quartier. Wie findest du so die Startup-Community in Frankfurt? Wie würdest du die beschreiben? Super divers und was ich spannend finde im Vergleich zu Berlin ist die Startup-Szene in Frankfurt älter. Also der Durchschnittsgründer in Frankfurt ist einfach älter als der Durchschnittsgründer in Berlin. Hm. Das kommt, glaube ich, daher, weil Frankfurt, was die Startup-Szene angeht, ein typisches B2B-Startup-Szene ist. Und dadurch viele Leute, die halt gerade, also im Prinzip wie ich, ja, die aus dem Unternehmen kommen und dann selber was gründen, mit ein bisschen mehr Erfahrung haben.
die dann auch vielleicht für die Anfangsfinanzierung auch ein bisschen Geld schon haben. Deswegen ist auch so die erste Finanzierungsebene in Frankfurt, also in Berlin deutlich, gibt es einfach viel mehr als hier. Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil es hier einfach bei vielen nicht erforderlich ist. Und ansonsten ist halt, ja, wie es Frankfurt ist halt die coolste, kleinste Stadt. Großstadt. Wie sind eure Pläne fürs nächste Jahr? Wir sind jetzt ja eigentlich schon am Ende bei 2020. Ja, also wir planen gerade, wir sind gerade dabei, für der Kippo eine iOS-App und Android-App zu entwickeln. Also es gibt schon eine iOS-App, aber da gibt es einen kompletten Relaunch im Januar, Februar. Dann ist das Thema Rec Gateway wird sozusagen, bisher war das nur ein Friends and Family Launch. Also heute ist sozusagen die Premiere, wo wir dann in der Öffentlichkeit drüber sprechen. Und das wird auch noch ein großer Fokus sein im ersten Quartal nächstes Jahr. Sehr schön. Dann danke ich dir, dass du hier warst. Wünsche ganz, ganz viel Erfolg fürs nächste Jahr. Dankeschön, dankeschön. Und dann hauen wir jetzt den letzten Song raus. Rin, Monica Bellucci. Die erste Startup-Radio-Show live auf Radio Frankfurt.